Wir unterhalten uns diese Woche, dieses Wochenende über den Sieg in Jesus. And there are only three simple steps involved in victory. Und um den Sieg zu erringen, gibt es drei einfache Schritte. One of those steps came out last night. Und einer von diesen Schritten wurde gestern klar. And again this morning. Und heute Morgen noch einmal. I think we're ready to move into step number two now. Also denke ich, dass wir bereit sind, uns mit dem zweiten Schritt zu beschäftigen. Step number one, come to the cross daily. Der erste Schritt ist, komm zum Kreuz täglich. And accept all of the benefits of the atoning death of Jesus. Und nehme alle Vorteile an, welche der erlösende Tod Jesu mit sich bringt. Ich werde da hinschreiben, akzeptiere und nimm die Vorteile an, die Vorteile Jesu von Jesu Tod. This is the hardest step for me to get in place in people's lives. Das ist wirklich der schwierigste Schritt, um Menschen dazu zu führen. The daily habit. Die tägliche Gewohnheit, of coming to the cross, zum Kreuz zu kommen, of looking at Jesus hanging on the cross, Jesus zu sehen, wie er am Kreuz hängt, of putting my own name upon him, und meinen Namen auf seiner Stirn zu sehen, and recognizing that that was my death to sin taking place, und zu erkennen, dass das meine Stelle war, die Jesus eingenommen hat. And being free to claim everything that is now mine through his death. Und die Möglichkeit, alles für mich in Anspruch zu nehmen durch seinen Tod. What two benefits came out last night from Romans 5? Welche zwei Vorteile haben wir gestern aus dem Römerbrief Kapitel 5 erarbeitet? Two big benefits came through last night. Zwei große Vorrechte. What were they? One, was waren die? Justification. Das erste war Rechtfertigung. And the basic meaning of justification which came through last night. Und was ist die grundlegende Bedeutung des Wortes Rechtfertigung? Was? To be declared righteous. Rechtfertigung heißt, als gerecht erklärt zu werden. Für gerecht erklärt zu werden. God is declaring you righteous or holy if you are trusting in the death of Jesus. Wenn du in den Tod Jesu Vertrauen hast, erklärt Gott dich für gerecht. Because God has accepted Jesus as you. Gott hat Jesus an deiner Stelle akzeptiert. If something has happened to Jesus, wenn etwas zu Jesus passiert, God considers that it's happened to you. Dann sieht Gott es so an, als wäre es dir passiert. Justification, the greatest gift that God has given us. Das größte Geschenk, welches Gott uns gegeben hat, ist die Rechtfertigung. He is declaring us to be righteous. Er erklärt uns für gerecht. Do we feel righteous? Fühlen wir uns gerecht? If you feel righteous, you have a problem. Wenn du dich gerecht fühlst, hast du ein Problem. You've become a good Pharisee. Dann bist du ein guter Pharisäer geworden. When we look in the mirror, we know we are not righteous. Wenn wir uns in den Spiegel ansehen, dann wissen wir, dass wir nicht gerecht sind. But God is declaring us to be righteous because he has accepted Jesus in our place. Aber Gott erklärt uns für gerecht, weil er Jesus an unserer Stelle akzeptiert hat. Amen. I have a terrible job getting people to see this. Es ist wirklich eine schwere Aufgabe, Leuten das klarzumachen. Because they keep looking at themselves. Denn alle Menschen schauen immer sich selbst an. Instead of at Jesus. Anstelle Jesus anzuschauen. Whatever you have from God, it is in Jesus. Was immer du von Gott bekommst, es ist in Jesus. What was the second benefit that came out last night? Was ist der zweite Vorteil, den wir gestern erarbeitet haben?
One was justification, the other one was? Das erste war Rechtfertigung, das zweite? Salvation. What was it? Salvation. 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 Erlösung. All right, and what came together with salvation last night? Reconciliation. Und was kam zusammen mit der Erlösung? Die Versöhnung. Now why did I not respond to salvation? Warum habe ich die Antwort Erlösung nicht akzeptiert? When someone said salvation, you notice I did not respond. Als das Wort Erlösung zum ersten Mal auftauchte, habt ihr doch gemerkt, because dass ich nicht reagiert habe. Last night it became crystal clear. Gestern Abend haben wir glasklar herausgefunden. The justification and reconciliation are ours through the death of Jesus. Die Rechtfertigung und die Versöhnung gehören uns durch den Tod Jesu. But salvation is ours through his life. Aber die Errettung gehört uns durch Jesu Leben. That was a very big truth that came out last night. Das ist eine wirklich wichtige Wahrheit, die wir herausgefunden haben. We're going to make a list here of seven things. That's not too many. Wir wollen sieben Dinge aufführen. The benefits of his death. Welche sind die Vorteile seines Todes? We have two already. Zwei haben wir schon. Let's get five more. Lass uns noch fünf. Turn to your partners this afternoon. Herausarbeiten. A very good book in the Bible to begin with is Hebrews. Ein sehr gutes Buch in der Bibel ist der Brief an die Hebräer. If you begin in chapter 2 and go from there, you might find many things. Wenn ihr in Kapitel 2 anfangt und weitergeht, findet ihr vielleicht viele Dinge. Oh, I am so helpful. Ich helfe gerade sehr viel. So two more minutes and we're going to hear from you, so move quickly, please. Also beeilt euch bitte, ihr habt noch zwei Minuten. Volunteer down the front here. Wir haben hier vorne den ersten Freiwilligen. In Kolosser 1, Vers 20 steht da, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden macht durch den Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl, dass auf Erden etwas am Himmel ist. Also Frieden wollte er sich schenken. Make peace. Okay, so we've got peace. What was the other verse you had in Colossians 1? Du hattest noch einen anderen Vers in Kolosser Kapitel 1. Vers 14. Vergebung der Sünden, indem wir Erlösung haben durch das Blut der Vergebung des Sünden. Vergebung von Sünden. All right, we have forgiveness of sins as well. Okay, we'll put two things down here. Forgiveness. All right. Peace and forgiveness. Friede und Vergebung. Anna in the back. Okay. But we haven't got a reference to his death yet. Aber wir haben hier keinen Bezug zu seinem Tod. Suffering, but that could be temptation, you know. Don't sit down, Anna. Go back a few verses. Bitte noch nicht hinsetzen. So read out for us 14 and 15. Lies mal für uns den Vers 14 und 15. Listen. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel. So first of all from verse 14, what are you extracting? Was können wir jetzt aus Vers 14 herausziehen? Eternal life. He takes away the power of death.
How does it read in your version? So that he can take the death, its power, and the power over the death, who is the death, which is the devil. Okay, so there's a big point you haven't brought out yet. Come on. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den du noch nicht erarbeitet hast. Still in verse 14. Im Vers 14. Listen. Hebräer 2,14. Okay, and how does it literally read in German? Wie sind die richtigen, also die buchstäblichen Worte auf Deutsch? What happens to the devil through the death of Jesus? Was passiert mit dem Teufel durch Jesu Tod? I'm still talking to Anna yet. Ich rede nur mit Anna. He took his power. Okay. Thank you. The devil's power is broken or taken. Yes. The death of Jesus, in English it says, has rendered the devil powerless. He has no more power. Auf Englisch heißt es, der Teufel hat keine Macht mehr. Same thing coming through in German. Das gleiche kommt auf Deutsch auch hervor. Machtlos. Powerless. Powerless, okay. Oh, very good, same word too, okay. The devil is rendered powerless. Also der Teufel ist machtlos hinterlassen. We are not called to do battle with the devil. Wir haben nicht den Auftrag, mit dem Teufel einen Kampf zu führen. Just hang on, I'm looking for one of my antidepressants. Ich suche noch meine antidepressiva Tabletten. Maybe they don't believe this, huh? Vielleicht glaubt ihr das nicht. We are not called to do battle with the devil. Wir haben nicht den Auftrag, mit dem Teufel Krieg zu führen. His power has been broken. Seine Macht ist gebrochen worden. Through the death of Jesus. Durch den Tod Jesu. Now there's one further blessing in verse 15. Anna, why are you sitting down? We're not done. Warum hast du dich hingesetzt? Wir sind ja noch nicht fertig. She said she was cheating. Listen. He saved them who had fear of death through their whole life and were forced to be servants. So what are they being offered? Was wird nun diesen Menschen angeboten? We've got deliverance here. I'm hoping it's in the fear of death is taken away. The fear of death is taken away, okay? Fear of death removed. Die Angst vor dem Tod ist weggenommen. So God has taken away the fear of death and he's broken the power of the devil. Just through the death of Jesus. Also Gott hat. Thank you, Sue. Bitte. I lost that last sentence. You were talking too much in between. I said that God has broken the power of the devil. Gott hat die Macht des Teufels gebrochen. And taken away the fear of death. Und die Angst vor dem Tod hinweggenommen. Just through the death of Jesus Christ. Nur durch den Tod Jesu Christi. I was in New Zealand running some seminars.
Ich war vor kurzem in Neuseeland, habe Seminare durchgeführt. And the elder and his wife in this church, they came to me. Und der Gemeindeälteste in einer Gemeinde und seine Frau kamen zu mir. They said, we are very worried about our 21-year-old son. Sie haben mir erzählt, dass sie sich viele Sorgen machen um den 21-jährigen Sohn. He has become a devil priest. Er ist ein Teufelspriester geworden. What can we do? Was können wir tun? I said, well, ich habe gesagt, take him back. Gewinnt ihn zurück. The devil has taken him. Der Teufel hat ihn genommen. Take him back. Nehmt ihn wieder zurück. Because the devil has no power. Weil der Teufel hat keine Macht und keine Autorität. For those who believe in the death of Jesus. Für diejenigen, die in den Tod Jesu glauben. Take your son back. Holt euch euren Sohn zurück. They said he has an altar to the devil in his bedroom. Sie sagten, er hat in seinem in seinem Zimmer einen Teufelsaltar gebaut. And they said, we are not permitted in his bedroom. Und wir haben keinen Zutritt zu seinem Zimmer. Well, I said, whose house is this? Und ich habe gefragt, wessen Haus ist das denn? Well, they said, it's ours. Ja, sie sagten, es ist unser Haus. They were intimidated by their own son. Sie hatten Angst vor ihrem eigenen Sohn. They said, could you come and help us take him back? Also haben sie mich gefragt, ob ich hingehen kann und denen helfen kann, den Sohn zurückzugewinnen. Well, I said, maybe I can. Ja, vielleicht kann ich das. I said, I'm free on Wednesday night. Und ich sagte, am Mittwochabend habe ich nichts zu tun. I could come to your house at 8:00. Ich könnte zu euch kommen um 8 Uhr. Oh, he said, we will wait for you. Und der Mann sagte, wir warten auf dich. I said, do you have a pair of really big pliers? Und ich habe gefragt, habt ihr ein paar richtig große Zangen? He said, why would we need that? Und er fragt mich, was sollen wir damit? I said, well, you think about it between now and Wednesday night. Und ich habe ihm empfohlen, sich darüber Gedanken zu machen zwischen heute und Mittwochabend. So Wednesday night I went to their house. Am Mittwochabend bin ich also zu ihnen gefahren. And the elder opened the door. Und der Gemeindeälteste hat die Tür geöffnet. And in his hand he held a very big pair of pliers. Und in seiner Hand hatte er eine riesig große Zange. And he waved them at me. Und er hat damit gewunken. And he said, I know what to do with them. Und er sagte, ich weiß, was ich damit tun soll. I said, oh, hallelujah. Und ich sagte, Halleluja. So he broke the lock on the door. Und er hat mit dieser Zange das Schloss an der Tür aufgemacht. We went in and we took the altar to the devil. Und wir haben diesen Altar, den Teufelsaltar. And all the books and paraphernalia, we took it all outside. And had a big fire, and we burnt everything. Und wir haben alle Dinge, die der Teufelsanbetung gewidmet waren, nach draußen genommen und ein Feuer angezündet. Then I took some oil, which is the symbol of the Holy Spirit. Und ich habe ein bisschen Öl genommen. Das ist ja das Symbol für den Heiligen Geist. And we anointed all the doors and windows in this house. Und wir haben alle Türen und Fenster in diesem Haus gesalbt. I said, you have the safest house in the neighborhood now. Und ich sagte, ja, ihr habt jetzt das sicherste Haus in der gesamten Nachbarschaft. I said, what time does your son get home from work? Und ich habe gefragt, um wie viel Uhr kommt dein Sohn nach Hause von der Arbeit? Well, they said he works late. He will be home at midnight. Und sie sagten, er arbeitet immer sehr spät, er kommt gegen Mitternacht nach Hause. Well, I said, it's 10:00, I need to go. Und es war schon 10 Uhr, ich musste gehen. Couldn't you wait till midnight? Dann haben sie mich gebeten, kannst du nicht bis Mitternacht bleiben? Aber Gott hat zu mir gesagt, die müssen mit ihrem eigenen Glauben kämpfen, nicht mit meinem Glauben. So I left them. Also habe ich sie dort gelassen. At midnight their son came home. Mitternacht kam der Sohn nach Hause. Put his key in the door. Hat seinen Schlüssel in die Tür gedreht. Put his foot on the doorstep. Hat seinen Fuß auf die Türschwelle gestellt. And was met by an invisible force. Und er wurde konfrontiert mit einer unsichtbaren Macht. We know it was an angel. Wir wissen, dass das ein Engel war. He could not walk through the door. Er konnte nicht durch die Tür. There was something blocking the doorway. Etwas hat
den Türeingang blockiert. He could not see anything, but there was something there. Er konnte nichts sehen, aber da war etwas. So he became very angry and started shouting out at his parents. Und er wurde sehr wütend und hat seine Eltern angeschrien. What have you done to this house? Was habt ihr mit diesem Haus angestellt? I can't come in here. Ich kann nicht hereingehen. Of course it was an evil spirit in him that was shouting out. Das war natürlich ein Dämon in ihm, der geschrien hat. So he turned and went and spent the night at the home of a friend of his. Hat sich umgedreht und hat die Nacht bei einem Freund verbracht. He telephoned his parents the next morning. Am nächsten Morgen hat er seine Eltern angerufen. He said, I want to come home and get some clothes. Ich möchte nach Hause kommen und einige Kleidungsstücke nehmen. They quickly telephoned me. Sie haben mich sofort angerufen. I said, what shall we do? Und haben mich gefragt, was sollen wir jetzt tun? Oh, I said, no, he does not come home until he's willing for you to cast out from him this demon. Und ich habe gesagt, er kann nicht nach Hause gehen, solange er nicht bereit ist, dass der Dämon ihn verlassen muss. Otherwise he will bring it back into your house again. Ansonsten wird er den Dämon wieder zurückbringen. I came back to America. Ich bin nach Amerika zurückgereist. One month went by. Nach einem Monat. And finally the young man called his parents. Der junge Mann hat seine Eltern angerufen. He said, okay, whatever you want to do, you can do it with me now. Was immer ihr mit mir tun wollt, ihr könnt es jetzt machen. And so they cast the demon from him. Und die Eltern haben den bösen Geist ausgetrieben. I came back to New Zealand the next year. Am nächsten Jahr bin ich zurück nach Neuseeland gekommen. And I had the privilege of baptizing this young man. Amen. Und ich hatte das Vorrecht, diesen jungen Mann taufen zu dürfen. And you know, I said to myself, und ich habe mir selber gesagt, through the atoning death of Jesus, the devil has been rendered powerless. Durch den erlösenden Tod Jesu ist dem Teufel seine Macht genommen. Amen. How's your faith this afternoon? Wie geht es eurem Glauben heute Nachmittag? In America, by the way, we are seeing now many evidences of demonic manifestation and spiritualism in Seventh-day Adventist churches. Wir sehen zurzeit in Amerika sehr viel Manifestation des Dämonischen und von spiritistischen Erscheinungen in Siebenten-Tags-Adventistischen Kirchen. Ich glaube, das ist ein Zeichen für das Ende der Welt. Ich erhalte sehr viele Anrufe von Pastoren und von Gemeindegliedern, die Probleme in diesem Bereich haben. We've got five things out, we need two more. Wir haben fünf Dinge erarbeitet, wir brauchen noch zwei. What have we got so far? Was haben wir bisher? Justification, Rechtfertigung, Reconciliation, Versöhnung, Peace, Friede, Forgiveness of sins, Vergebung der Sünden, the devil's power is broken, die Macht des Teufels ist gebrochen, and the fear of death is taken from us. Und die Angst vor dem Tod ist uns genommen. Who is sitting on something that has not emerged yet? Wer hat noch etwas beizutragen? Is there a hand somewhere? I can't see it. Aufzeigen bitte. Vielleicht die Heilung. This is a maybe statement, is it? Das ist also eine Vielleicht-Aussage. Let's hear it. Okay. So the point you're making is. Was ist dein Punkt? Healing. It's a good point, and I preached on that this morning. Heilung. Very good. Yes. Es geht also Heilung. Healing. Complete healing offered through the atoning death of Jesus. Komplette Heilung, die durch den Tod Jesu angeboten wird. Thank you. Danke. Thank you. All right, we've got room for one more at least. Wir haben noch eine. Hang on, one minute till we find it. Huh? Let the saints find it. Lasst es die Heiligen finden. Those who have strength should turn to this passage. Diejenigen, die
Kraft noch haben, sollen bitte diese Passage aufschlagen in der Bibel. Others can sit gazing up into heaven. Die anderen können sich die Decke anschauen. Hebrews 10, 14. Hebräer 10, 14. Thank you, Pastor. Danke. You going to read it? Vers 10. In diesem Willen sind die geheiligt. Vers 10. Oh, Vers 10. Und 14. Vers 14. Und 14. Die reinen Opfer hat die geheiligt werden, wie man vollkommen. Sanctification. Excellent. Heiligung. Sanctification. You know, verse 14 is a very interesting verse, isn't it? Vers 14 ist ein sehr interessanter Vers, nicht wahr? Read out verse 14 again in the German, huh? Lesen wir noch einmal Hebräer 10, 14. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. How does it literally read in English? From the German. Read it out loud so they can all hear it. Mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt waren. Now translate it now. For you. So everyone can hear it. Just go ahead and translate it into English. With one sacrifice, he has fulfilled those who were sanctified. It just says those who were sanctified. Or who are sanctified. Or who are sanctified. No, who will be sanctified. Or who will be sanctified. Who are sanctified. In the Greek, werden kann aber auch Zukunft sein. In the Greek, this is the continuous tense. So it. Also, im Griechischen ist das die. Das Kontinuum, also eine andauernde Zeitform. So it literally reads, those who are being sanctified. Das heißt, wortwörtlich übersetzt heißt es, diejenigen, die geheiligt werden als Prozess. So we must come back to the first big word in the passage now. You translated it as fulfilled. What is the word in German? Welches Wort wird hier als Vollendung benutzt? What's the word? Fulfilled. It literally means fulfilled. Vollendet. Vollkommen. Vollkommen. Perfect. Does it mean that in German? Vollkommen. Perfect. Very good. So listen very carefully to this. Hört mir genau zu. There's two big words in this verse and they are not synonymous, they are not the same word. Hier gibt es zwei wichtige Worte in diesem Vers und das sind keine Synonyme. One is the word perfect. Das eine Wort ist das Wort vollkommen. The other is being sanctified. Und das zweite Wort heißt heilig, geheiligt werden. Being sanctified is not the same thing as being perfect. Geheiligt werden ist nicht dasselbe wie vollkommen sein. How are you made perfect according to this verse? Wie wird man vollkommen gemacht in Anlehnung an diesen Vers? Durch ein Opfer. Okay. Through one sacrifice. By one offering, which is a reference to. Dieses eine Opfer ist ein Bezug auf. Tod Christi. The death of Christ. The death of Jesus. Thank you. I hope everyone's hearing this. Amen. By one offering, durch ein Opfer, you are made perfect in the sight of God. Werden wir vollkommen gemacht im Ansicht in den Augen Gottes. By, I'm going to say it again. By one offering, durch ein Opfer, we are perfect in the sight of God. Sind wir vollkommen in den Augen Gottes. While we are being, während wir sanctified. Während wir geheiligt werden. I'm saying a very big thing here. I hope you're catching it. Ich hoffe, ihr begreift das. Es ist eine sehr große Aussage. We are made perfect by one offering, the death of Jesus. Wir werden durch ein Opfer, nämlich den Tod Jesu, vollkommen gemacht. Made perfect, just another way of saying justified.
Das ist nur ein anderes Wort für Rechtfertigung. While we are being sanctified. Während wir nämlich geheiligt werden. Amen. This means. Das bedeutet. Because sanctification is the work of a lifetime. Das bedeutet, die Heiligung ist das Werk eines ganzen Lebens. I'll say that again. Sanctification is the work of a lifetime. Heiligung ist das Werk eines ganzen Lebens. Perfection is the work of a moment. Und die Vollkommenheit ist das Werk eines Augenblicks. Some people confuse the two. Manche Menschen verwechseln diese zwei Dinge. They think God is saying we have to become perfect. Manche Menschen denken, Gott sagt, wir müssen perfekt werden, vollkommen. God is not saying we have to become perfect. God is saying we must become sanctified. Gott sagt nicht, dass wir vollkommen sein müssen. Gott sagt, wir müssen geheiligt werden. We are perfect the whole time. Wir sind während der ganzen Zeit vollkommen. Because our perfection is through the atoning death of Jesus. Weil unsere Vollkommenheit durch den erlösenden Tod Jesu erwirkt wird. I'm going to put that as number 8 here. Perfection. Nummer 8 ist jetzt die Vollkommenheit. It's one of the great benefits of the atoning death of Jesus. Das ist einer der großen Vorteile des erlösenden Todes Jesu. By the way, if you understand this, wenn man das versteht, then this statement must be true. Dann muss folgende Aussage wahr sein. Listen very carefully to this. Hört mir genau zu. The whole time you are growing up into Jesus. Die ganze Zeit wächst man in Jesus. Which is the whole of your life. Und das ist dein ganzes Leben. While you are learning to become like Jesus, während du lernst, so wie Jesus zu sein, you are not condemned. Bist du nicht verdammt. This is a very big moment. Das ist ein großer Moment. Either you hear this or you miss it altogether. Entweder hört ihr das oder ihr verpasst es. I'm going to repeat it again. Also wiederhole ich es. Now in Canada they go like this. In Kanada schauen die Leute so. And they say we are processing. Und die sagen, wir verarbeiten das gerade. Now in Germany they go. In Deutschland schauen sie so. I'm going to repeat the statement again. Also wiederhole ich die Aussage. This is the second most important statement of the weekend. Das ist die zweitwichtigste Aussage des ganzen Wochenendes. The first important statement was, die wichtigste Aussage war, if it's happened to Jesus, wenn es Jesus passiert ist, God considers that it's happened to me. Dann sieht es Gott so an, als wäre es mir passiert. If Jesus overcame the devil, wenn Jesus den Teufel überwunden hat, I have overcome the devil. Dann habe ich den Teufel überwunden. If Jesus died to sin, wenn Jesus der Sünde gestorben ist, I have died to sin. Dann bin ich der Sünde gestorben. It has nothing to do with how I feel. Es hat nichts damit zu tun, wie ich mich fühle. It has to do with how he felt. Es hat damit zu tun, wie Jesus sich gefühlt hat. If Jesus was raised from the dead, wenn Jesus auferweckt wurde von den Toten, I have been raised to newness of life. Dann bin ich auch zum neuen Leben erweckt. Amen. Amen. Everything. Everything. Alles. I have. Alles, was ich habe, is in Jesus. Ist in Jesus. So if something has happened to Jesus, wenn also etwas Jesus passiert ist, God says it's happened to me. Dann sagt Gott, ist das auch mir passiert. And now the second most important statement. Und jetzt die zweitwichtigste Aussage.
the whole time. Die ganze Zeit. I am growing up into Jesus. Wachse ich hinein in Jesus. Experiencing sanctification. Ich erfahre die Heiligung. Becoming like him, whichever way you want to put it. Und werde so wie Jesus, wie auch immer wir das ausdrücken wollen. This lifelong process. Das ist ein lebenslanger Prozess. The whole time I'm going through it daily. Und während ich da täglich durch diesen Prozess durchgehe, I am not condemned. Bin ich nicht verdammt. Amen. I hardly know 10 people who understand. Ich glaube, ich kenne noch nicht mal 10 Leute, die diese Wahrheit begriffen haben. Because my condemnation, weil meine Verdammung has fallen on Jesus. Ist auf Jesus gefallen. Amen. My condemnation, meine Verdammung has fallen on Jesus. Ist auf Jesus gefallen. Amen. So the whole time I am being sanctified. Und die ganze Zeit, während ich geheiligt werde, I am not condemned. Bin ich nicht verdammt. Amen. If I make a mistake, wenn ich einen Fehler begehe, God does not put condemnation back on me again. Dann legt Gott nicht wieder die Verdammung auf mich, He leads me to repentance. Sondern führt mich zur Reue. And reminds me that I am still his child. Und erinnert mich, dass ich immer noch sein Kind bin. But he does not heap back on me again that which he has already lifted and placed on Jesus. Aber er wird nicht wieder das auf mich drauflegen, was er schon von mir genommen hat und auf Jesus gelegt hat. Amen. If you understood this, wenn du das begriffen hast, you could spend your life rejoicing. Dann kannst du dein Leben in Freude verbringen. You have assurance of salvation. Du kannst Sicherheit, also Heilsgewissheit haben. You could be filled with gratitude to God. Du kannst mit Dankbarkeit Gott gegenüber erfüllt sein. Because he's lifted all the terrible things from you. Weil er alle fürchterlichen Dinge von dir und gibt dir die Freiheit, in Jesus hineinzuwachsen. Amen. War ich erfolgreich, euch das rüberzubringen? Die Beweislage ist nicht besonders überzeugend. All right, we can finally move to step number 2. I tried to get there before. Wir können also jetzt zu Schritt Nummer 2 weitergehen. 3 steps to victory. 3 Schritte zum Sieg. Do you think number 1 step is strong enough now? Denkt ihr, dass wir den ersten Schritt stark genug dargestellt haben? Can I move to number 2? Kann ich zum zweiten Schritt übergehen? We have lost them all. Keiner hört mehr zu. You know, I was in France recently. Ich war vor kurzem in Frankreich. I was teaching in Paris. In Paris habe ich Vorträge gehalten. And we had a time like this. Und es war eine Zeit wie das jetzt. So I went over and started talking to the wall. Also bin ich hinübergegangen zur Wand und habe mit der Wand geredet. And the French people started crying out at me. Und die Franzosen haben mich angeschrien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Was machst du da? Was machst du da? What are you doing? I said I'm talking to the wall. Ich habe gesagt, ich rede mit der Wand. And it's better than talking to you. Das ist besser, als mich mit euch zu unterhalten. Because I don't expect a response from the wall. Weil von der Wand erwarte ich zumindest keine Antwort. So be careful, huh? Also seid vorsichtig. I should warn you that I have a very big
black church in Brooklyn, New York. Ich kenne eine sehr große schwarze Gemeinde in Brooklyn in New York. And I go there when I need to be pumped up. Und dort gehe ich hin, wenn ich ein bisschen Kraft brauche. Especially if I've had a seminar in Australia. Besonders wenn ich Vorträge in Australien gehalten habe. Or Germany. Oder in Deutschland. And when I go there, every single person is saying amen. Und in dieser Gemeinde sagt jeder einzelne Mensch Amen. The first time I preached in this church, the pastor, who was a good friend of mine, said, "We're going to cut the preliminary short, so you have more time to preach." Als ich zum ersten Mal dorthin ging, hat der Prediger, ein guter Freund von mir, gesagt, wir werden das ganze Vorprogramm abkürzen, damit du mehr Zeit hast. So at 11 o'clock I was sitting on the platform. Um 11 Uhr stand ich schon auf dem Podium. It came to 12 o'clock, I'm still sitting on the platform. Um 12 Uhr saß ich immer noch hinterm Podium. It came to 1 o'clock, I'm still sitting on the platform. Um 1 Uhr immer noch. Finally at 1:30. Um 1:30 Uhr. The pastor turned to me and said, "Okay, it's your turn." Dreht sich der Prediger zu mir und sagt, jetzt bist du dran. I said, "I'm exhausted." Ich sagte, ich bin erschöpft. You promised me you would cut the preliminary short. Du hast gesagt, du wirst das Vorprogramm halbieren. He grinned at me and he said, "We did." Und hat mich angelächelt und gesagt, das habe ich auch getan. And he said, "If you sit down before 3 o'clock, we will consider ourselves unfed." Und sagte zu mir, wenn du vor 3 Uhr nachmittags fertig bist, dann werden wir es so ansehen, als wären wir nicht ernährt worden heute. So I was shaking hands at the door. Also habe ich mit der Tür die Hände geschüttelt. And this little lady, she had to be like in her 80s, maybe 90. An der Tür war ich, um Hände zu schütteln, und eine alte Dame, 80 oder 90 Jahre alt. She had a twinkle in her eye. A twinkle. A sparkle. Ah, sie hatte ein Grinsen im Gesicht. Ein Blinzeln. A blinzel. Blinzeln. And she got up very close to me. Und sie kam sehr nah zu mir. I thought she was about to give me a Sabbath kiss. Ich dachte, sie gibt mir einen Sabbatkuss. And she whispered in my ear. Und sie hat mir ins Gesicht, ins Ohr geflüstert. She said, "Elder Liversidge." Und sie sagte, Bruder Liversidge. "I have something really personal to ask you." Ich muss dich etwas Persönliches fragen. "Is that okay?" Ist das okay? Oh, I said, "Yes, I am an Australian." Ich sagte, ja, ich bin Australier, kein Problem. We let it all hang out there. Wir tragen unser Herz nach außen hin. "Go ahead, ask me anything." Was immer du willst, frag mich ruhig. So she got right up in my ear. Sie kam an mein Ohr. And no one's ever asked me this question before. Und diese Frage ist mir noch nie gestellt worden. And she says to me, "Are you really white?" Und sie hat mich gefragt, bist du wirklich weiß? I thought that was fairly clear. Ich dachte eigentlich immer, dass das sehr offensichtlich ist. And I'm trying to think of an answer. Also überlege ich mir eine Antwort. And God gave me an answer. Und Gott hat mir eine gute Antwort gegeben. I said, "Sister." Ich sagte, Schwester. It was a dangerous thing to say. I said, "Get closer." Ich sagte, komm noch ein bisschen näher zu mir. And I whispered in her ear. Und habe ihr ins Ohr geflüstert. "I only look white." Ich sehe nur weiß aus. And she threw her hands in the air like this. Und sie hat mit ihren Händen gewunken. A little dance. Und hat ein bisschen getanzt. And she says to me, "Brother, you got soul." Und sie hat zu mir gesagt, Bruder, du hast wahrhaftig Herz. That was one of my best Sabbaths ever. Das war einer der besten Sabbate, die ich hier verbracht habe. So maybe next week I might try and go there. Vielleicht gehe ich nächste Woche nach Brooklyn. Give myself a boost, huh? Um noch ein bisschen aufgepumpt zu werden. Or maybe some more life will appear out here. Oder vielleicht wird hier auch mehr Leben auftauchen. Wir wissen es nicht. Step number two. Der zweite Schritt. Well, number one, come to the cross.
Erster Schritt, komm zum Kreuz. Daily. Täglich. And take hold of the benefits of his atoning death. Und nimm für dich in Anspruch die Vorteile seines erlösenden Todes. Claim the benefits. If you're taking that step daily, you will now be free to take the second step. Wenn wir diesen Schritt täglich durchführen, sind wir frei um Schritt 2. Have a look with me in Philippians. Gehen wir zu Philippa. Chapter 2. Kapitel 2. And I'd like you to read for us verse 5. Lesen wir Philipper 2, Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. So translate that for me into English. Be in the spirit amongst yourselves, how it also is in the presence of Jesus. Well, I'm not hearing it clearly yet. Let's try a different translation out there. Wenn Let's have somebody read it to us from hat, your translation, please. Everybody be in the same spirit like Jesus was. So is it the word spirit coming through there in German? Ja, Sinn. Gesinnt. What other word do we have from gesinnt? Hat noch jemand ein anderes Wort als gesinnt sein? What does your version say? Auch gesinnt, aber es kann auch gesinnt. Same mind. It's the same mind like Jesus. So in German can that read mind as well? Yes. Mind. Auf Deutsch kann es auch übersetzt werden, der Sinn. Yes. Maybe mind is even a better translation than spirit. Mind is definitely a stronger translation than spirit, but I just want to make sure it's coming through in the German. The same mind. So you have the same mind as Christ. Also haben wir die gleiche Gesinnung wie Christus. All right. There's plenty of counsel in the scriptures about putting on the mind of Jesus. Die Bibel ist voller Ratschläge, dass wir die Gesinnung Jesu annehmen sollen. Now, in order to understand this, I want you to turn back to John chapter 16. Gehen wir zurück zu Johannes, Kapitel 16. John 16. Johannes 16. John 16, verses 13 through 15. Johannes 16, Vers 13 bis 15. And maybe there's 1, 2, 3, perhaps 4. Should I read it? 4 characteristics of the Holy Spirit and what his ministry is all about. Vielleicht gibt es hier 4 Charakterzüge über den Heiligen Geist und worum es in seinem Dienst geht. So if you would read those verses out to us, please, Marco. 13 through 15, yes. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. There is great confusion today about the ministry of the Holy Spirit. Heute gibt es große Verwirrung über den Dienst des Heiligen Geistes. So it's very important to let Scripture reveal to us what his real purpose is in ministry. Deswegen ist es wichtig, der Bibel zu gestatten, uns zu offenbaren, was der wahre Dienst des Heiligen Geistes ist. So go ahead with your partner, your partners. Also wendet euch wieder eurem Partner zu. And see if you can identify 3 or maybe 4 characteristics of the ministry of the Holy Spirit.
Ihr sollt versuchen, vier Charakterzüge über des Dienstes des Heiligen Geistes herauszufinden. This is a very important assignment. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Okay, let's get some feedback. Wollen wir ein paar Antworten hören? We want to hear scripture now. Wir wollen Bibelpassagen haben. We're looking for three or maybe four things. Wir wollen drei oder vier Dinge hören. That characterize the ministry of the Holy Spirit. Welche den Dienst des Heiligen Geistes charakterisieren. Maybe I should just land somewhere. Vielleicht suche ich mir einfach einen raus. Very good discussion over here at this family group here. Hier in dieser Familiengruppe hatten wir eine gute Diskussion. Hören wir uns die erste. We want one. One. We want to hear the scripture now, lest we perish. Wir wollen wohl einen Bibelvers hören. Where would you like to read from? Also der Heilige Geist zeigt auf den Sohn. Did you get that from verse 13? Und zwar ist das aus Johannes 16, Vers 13. No, but I'm wondering where he got this statement from. I don't see it in verse 13. Ich kann diese Aussage in Vers 13 nicht finden. 14. 14. Hang on, give him a chance here. He's half English, he deserves a chance. Er ist halber Engländer, er braucht eine Chance. Okay, he's in another chapter. So do you want to have a second shot at this? Möchtest du eine zweite Chance haben? The whole group is involved here. You sink or swim together. Also, die ganze Gruppe ist ja einbezogen. Go ahead. What verse are you in? 13, okay. Also 16, Vers 13. Okay. He will lead us in all truth. Okay, he will lead you into all truth. Okay. Lead into all truth. Also in alle Wahrheit leiten. All right, it's a good beginning. Das ist ein guter Start. The Holy Spirit's ministry is to lead us into all truth. Der Dienst des Heiligen Geistes ist es, uns in alle Wahrheit zu leiten. Who remains in verse 13 yet? Somebody on this side. Haben wir hier jemanden, der noch etwas aus Vers 13 rausziehen kann? Over here, hallelujah, we have a volunteer. Wir haben einen Freiwilligen. Er wird nicht aus sich selber reden, sondern das, was er hört, das wird er reden. He will not speak from himself, but what he hears, he will speak. Okay. So, I want to make sure I'm hearing it correctly in English. Ich möchte das nur auf Englisch korrekt hören. He will not speak by himself. How does it literally read? Er wird nicht aus sich selber sprechen, ja? This is very important in English. That's why I want to hear it correctly. Es ist wichtig, jetzt die korrekte. He will not speak. Er wird nicht sprechen. Er wird nicht aus sich selber reden. Out of himself. Out of himself. Yes. Er wird nicht aus sich selber. That's not a clear statement in English. That's why I'm questioning it yet. He shall not speak from himself. It's not by himself, but he will not speak of himself. Er wird nicht von sich selber reden. Thank you. He will not speak of himself. This is a wonderful characteristic of the ministry of the Holy Spirit. Das ist eine wundervolle Charakteristik des Dienstes des Heiligen Geistes. He does not speak of himself. Er redet nicht von sich selbst. Have you noticed that about the Trinity? Habt ihr das schon in der Dreieinigkeit feststellen können? When Jesus is on earth, wenn Jesus auf der Erde ist, never speaks of himself. Spricht er niemals von sich selbst. Always points to, er zeigt immer auf the Father. Den Vater.
Jesus leaves. Jesus geht. And the Holy Spirit comes. Der Heilige Geist kommt zu uns. And he doesn't speak of himself. Und er redet auch nicht von sich selbst. He only speaks of. Er redet nur von Jesus. Von Jesus. This is the Trinity at its best. Das ist die Dreieinigkeit in seiner besten Verfassung. I can always tell when somebody has the Holy Spirit in them. Ich kann immer klar heraushören, wenn jemand den Heiligen Geist in sich hat. We have an expression in English. We talk about somebody who blows their own trumpet. Auf Englisch gibt's da einen Ausdruck für jemand, der nur seine eigene Posaune bläst. Which means they're always speaking of themselves. Das heißt, diese Menschen reden nur von sich selbst. And what they have done. Und was sie alles Tolles getan what haben. They have accomplished. Und was sie erreicht haben. But the Holy Spirit. Aber der Heilige Geist, when he's in a person, wenn der Heilige Geist in einem Menschen sich befindet, they never lift up themselves. Dann erhöhen diese Menschen niemals sich selbst, they're always lifting up Jesus, sondern immer nur Jesus. And giving him the glory and him the credit. Und geben Jesus die Ehre und das Lob. You know, when I lived and worked in Washington D.C. for many years. Ich habe viele Jahre in Washington gearbeitet und gelebt. 20 years. 20 Jahre lang. And I started up many ministry groups in federal government departments. Und in vielen Institutionen der Regierung habe ich kleine Studiengruppen gegründet. I trained people in who worked in these departments. Ich habe Menschen ausgebildet, welche in den Regierungsagenturen gearbeitet haben. How they could have ministry among their colleagues. Wie sie eine Bibelgruppe und ein Bibelstudium unter ihren Kollegen durchführen könnten. One of the most exciting things that God ever used me to do. Das ist eine der tollsten Dinge, für die Gott mich jemals benutzt hat. And just recently in the Review and Herald. Und vor kurzem im Review and Herald. A man who was in Washington D.C. at the same time as me. Hat ein Mann, der zur gleichen Zeit in Washington gelebt hat wie ich. Who was working for the General Conference. Er hat für die Generalkonferenz gearbeitet. He was being interviewed in the Review and Herald. Er wurde im Review and Herald interviewt. And the interviewer asked him. Und der Interviewer hat ihn gefragt. Where did you get the idea from to start all these ministry groups? Hat ihn gefragt, woher hast du die Idee, all diese Studiengruppen zu gründen? In the federal government departments. In den Agenturen der Regierung. And he took all the credit for starting these groups. Und er hat das ganze Lob für sich selber in Anspruch genommen. And I said to myself, und ich habe mich nicht wohl dabei gefühlt. And God rebuked me. Und Gott hat mich zurechtgewiesen. And God said to me, so you started all those groups so you could get the credit. Hast du also alle diese Gruppen gegründet, damit du selber die Ehre nehmen kannst? Was that your motivation for starting these groups? War das deine Motivation? Or did you want to equip people into ministry? Oder wolltest du Menschen ausrüsten für den Dienst? And did you want to reach souls with the good news? Und wolltest du Seelen erreichen mit der guten mit der frohen Botschaft? So I repented immediately. Und ich habe sofort bereut. Und Gott sagte, wenn dieser Mann die Ehre haben will, lasse ihn haben. And I thought of this verse about the Holy Spirit. Und ich habe über diesen Vers nachgedacht, wo es um den Heiligen Geist geht. Never speaks of himself. Er redet nie von sich selbst. Now in the next verse something very beautiful is going to come out that is related to this. Im nächsten Vers wird etwas sehr Schönes zutage kommen, was hiermit in Bezug steht. I'm looking especially at verse 14. Ich schaue jetzt besonders Vers 14. Who discovered something in verse 14? Wer hat etwas Besonderes in Vers 14 entdeckt? Anything coming through here? He glorifies Jesus. Read it to us in German. Derselbe wird nicht beherrlicht. Now, give us your English translation. He shall glorify me.
So the Holy Spirit is in the business of. Also der Heilige Geist macht was? Er gibt Jesus die Ehre. He glorifies Jesus. Er verherrlicht Jesus. Wow. The whole ministry of the Spirit is to glorify Jesus. Der Dienst des Heiligen Geistes besteht komplett darin, Jesus zu verherrlichen. Now there's something else in verse 14. Da ist noch etwas in Vers 14. That has not come through yet. Was noch nicht durchgekommen ist. Is that a hand there? Maybe. Another maybe statement. Thank you, God. Okay. Vielleicht. Es gibt keine Vielleicht-Aussagen. Listen. Er wird verkünden. He will preach. Huh? He will preach. It's not a complete answer. Could you use a whole sentence for us? Kannst du bitte einen gesamten Satz formulieren? Er wird von dem Meinen nehmen und euch es verkünden. He will take it from me and preach it to you. Is that, are you still in verse? Are you still in verse 14, or have you moved on? He shall take of mine and shall destroy. She hasn't said that yet. Well, she did. Oh, she did say it. Yes, repeat it, please. He will take it from mine and shall disclose it to you. So please explain to us what you are hearing here. Erklär uns mal, was du hier hörst. Dass der Herr etwas gibt, den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird das aller Welt verkünden. Now who is speaking here? Wer spricht denn hier? Jesus is speaking. And he is saying that the Holy Spirit will take what is mine. Jesus spricht hier und er sagt, der Heilige Geist wird das Meine nehmen. And reveal it to you. Und es euch verkünden. So whatever the Holy Spirit's ministry is, was auch immer der Dienst des Heiligen Geistes ist, it has to do with taking the things of Jesus. Es hat damit zu tun, die Dinge Jesu zu nehmen and making them available to us. Und sie uns zur Verfügung zu stellen. I wonder what these things of Jesus are. Ich frage mich, was sind diese Dinge von Jesus? What aspects of Jesus does the Holy Spirit take? Welche Aspekte Jesu nimmt sich der Heilige Geist und stellt sie uns zur Verfügung? It's the things of Jesus. Die Dinge Jesu, die Früchte des Geistes. I wonder what things of Jesus the Holy Spirit is taking and making available to us. Ich frage mich, welche Dinge von Jesus nimmt der Heilige Geist und stellt sie uns zur Verfügung? Over here. His word. His word. That's a good answer. Okay. Das ist eine gute Antwort. Sein His Wort. Word. We have a new hand here. Hallelujah. Ich habe noch was in Galater 5, Vers 22. Galatians 5, 22. So we have the fruit of the Spirit, right? Ja, die Frucht des Geistes. Love, joy, peace, all Liebe, these beautiful things. Freude, Friede, all diese wundervollen Dinge. So how do we describe these as the things of Jesus? Wie können wir diese Dinge als die Dinge Jesu beschreiben? What do those things represent about Jesus? Was repräsentieren diese Dinge über Jesus? Don't call out. Hier steht als nächster Vers, die aber Christus Jesus anrühren. Die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Erden. Also die geben das ab und nehmen im Grunde genommen seine Frucht, seine Liebe. I'm coming back to the list you read a minute ago. Ich komme zurück zu der Liste, die du gerade eben gelesen hast, die Frucht des Geistes. Welche Dinge, was repräsentieren diese Dinge über Jesus? Sein Charakter. Oh, hallelujah. She's doing very well, this lady. Sein Charakter. Sein Charakter. I heard it in German. Oh, very good.
The gift of tongues is coming to me. Ich empfange gerade die Gabe der Zungenrede. Excellent work, excellent. Sehr gut. The Holy Spirit takes the very character of Jesus himself. Der Heilige Geist nimmt den Charakter Jesu and makes these things available to us. Und stellt ihn uns zur Verfügung. Amen. So here's a question for you. Hier ist eine Frage für euch. If you were to, I heard a group recently praying. Ich habe vor kurzem eine Gruppe gehört, die hat gebetet. And I know there's 40 days of prayer going on at the moment. Und ich weiß, dass hier die 40 Tages Gebets das Programm durchgeführt wird. I heard a group praying for the fullness of the Holy Spirit. Und ich habe eine Gruppe gehört, die hat für die Fülle des Geistes gebetet. The fullness of die the Holy Fülle Spirit. Des Heiligen Geistes. And I said to them, be careful. Und ich habe gesagt, seid vorsichtig. God might answer your prayer. Gott könnte euer Gebet erhören. What would happen? Was würde passieren? If you were to receive the fullness of the Holy Spirit. Wenn ihr tatsächlich die Fülle des Heiligen Geistes erhalten würdet. What would you have? Was würdet ihr haben? Make it complete now. The fullness. Die Fülle. You will have the complete. Dann hätten wir den kompletten Charakter. You will have the complete character of Jesus Christ. Dann hätten wir den kompletten Charakter von Jesus Christus. You'd probably go home and sell everything you've got and give it to the poor. Vielleicht würdest du nach Hause gehen und alles, was du hast, verkaufen und es den Armen geben. And you would set out simply just to follow God's will for your life. Und du würdest vielleicht tatsächlich einfach Gottes Willen für dein Leben folgen wollen. That's what would happen if you received the fullness of the Holy Spirit. Solche Dinge könnten passieren, wenn du die Fülle des Heiligen Geistes erhältst. Because the reception of the Holy Spirit is the reception of the very life of Christ himself. Denn der Erhalt des Heiligen Geistes ist der Erhalt des Lebens, was Jesus Christus geführt hat. My destiny. Das ist mein Schicksal. The reception of the Holy Spirit. Die Erlangung des Heiligen Geistes is the reception of the life of Christ himself. Ist die Erlangung des Lebens Jesu Christi. Amen. Is that penetrating? Kommt das bei euch an? We are not in the Pentecostal tradition. Wir sind nicht in der pfingstlerischen Tradition. We don't raise our hands in the air and say, God, fill me now. Wir sagen nicht zu Gott mit unseren erhobenen Händen, Gott, erfülle mich jetzt. And we have some exciting surge of energy. Und wir haben einen Energiestrom. You don't receive character instantly. Man erhält Charakter nicht in einer Sekunde. Character is formed. Ein Charakter wird geformt. As you act upon the word of God. Wenn man nach dem Wort Gottes handelt. This is the ministry of the Holy Spirit. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes. As you act upon the word of God. Wenn wir nach dem Wort Gottes handeln. The Holy Spirit will bring into your life. Dann wird der Heilige Geist in dein Leben the very aspects of Jesus' character that you need at that moment. Die Aspekte Jesus Charakter in dein Leben bringen, welche du in diesem Moment brauchst. Now I'm going to finish with this little story today. Und ich will mit einer kleinen Geschichte zu Ende kommen. So you can be all fresh for the meeting tomorrow morning at 6 o'clock. So dass ihr alle frisch seid für das Treffen morgen früh um 6. I was shaking hands at church in Northern California. In Nordkalifornien habe ich Hände geschüttelt. And this couple walked out that I have known for 20 years.
Und es kam ein Ehepaar auf mich zu, ich kannte sie schon 25 Jahre lang. And the husband was warm and friendly. Und der Ehemann war freundlich zu mir. And his wife looked very sad. Aber die Frau sah sehr traurig aus. And as I shook hands with her, und als ich sie auch begrüßt habe, she said to me, I hate him. Sagt sie zu mir, ich hasse ihn. I really hate him. Ich hasse ihn wirklich. I said, well, thank you for sharing that with me. Und ich sagte, danke, dass du das mit mir teilst. Especially since I just preached a sermon on the righteousness of Jesus. Gerade weil ich jetzt eine Predigt gehalten habe über die Gerechtigkeit Jesu. Thank you so much for walking out of church and telling me you hate him. Vielen Dank, dass du jetzt aus dem Gemeinderaum rausgehst und mir sagst, dass du ihn hasst. I said, I hope it's not him. Ich denke nicht, dass du ihn meinst. Oh no, she said, and she turned and pointed at her husband. She said, him. Nein, sie drehte sich um und zeigte auf ihren Mann und sagt, ihn hasse ich. Oh, she said, by the way, would you have lunch with us today? Und sie fragt, och, willst du nicht zum Mittagessen zu uns kommen? I said, you have no idea what a joy it would be for me. Und ich sagte, du hast keine Ahnung, wie gerne ich das machen würde. To have lunch with someone who hates her husband as much as you do. Mittagessen bei jemandem, der seinen Ehemann so sehr hasst wie du. I have a wicked sense of humor. Ich habe einen bösartigen Sinn für Humor. And they were having a potluck at the church. Und sie hatten in der Gemeinde einen Potluck. And they had tables and chairs set out in a place like that courtyard out there. Und sie hatten in so einem Garten Tische und Stühle aufgereiht. She said, we'll save you a place. Und sie sagte, wir werden einen Platz für dich freihalten. Oh, I said, I can hardly wait. Und ich sagte, ich kann es kaum abwarten. So I went through and got my plate of food. Also bin ich gegangen und habe mir Essen auf den Teller gelegt. And I walked outside and she's sitting on one side of the table and he's sitting on the other. Und ich gehe hinaus und sie sitzt an einem Ende des Tisches und er am anderen. So I said to myself, well, maybe wisdom suggests that I sit on her side. Also habe ich mir gesagt, vielleicht ist es weise, mich auf ihre Seite zu setzen. So dass sie nicht denkt, die Männer haben sich gegen sie verbrüdert. So I sat down next to her. Also habe ich mich neben sie gesetzt. Und sie fing schon wieder an, mir zu erzählen, wie sehr sie ihren Mann hasst. I said, you need to know something about me. Und ich sagte, du musst etwas über mich wissen. I'm the kind of person who has to enjoy his lunch. Ich bin die Art von Mensch, welcher sein Mittagessen tatsächlich genießen muss. So I have just one word for you. Ich habe nur ein Wort für dich. And this is it. Und das ist das Wort. Zip it up. Halt die Klappe. And I said, if you open your mouth once more, I'm picking up my plate and I'm going to a different table. Er sagt, wenn du noch ein Wort sagst, nehme ich meinen Teller und gehe woanders hin. And you know me well enough to know I will do it. Und du weißt, du kennst mich gut genug. Ich werde das tun. I said, by the way. Und nebenbei gesagt, would you like to change your attitude toward your husband in the next 60 seconds? Ich habe sie gefragt, möchtest du deine Einstellung gegenüber deinem Ehemann in den nächsten 60 Sekunden ändern? Oh, she said, we all know that's impossible. Und sie sagte, wir wissen alle, dass das unmöglich ist. Oh, I said, so you have a hearing as well as a speaking problem. Also sage ich zu ihr, du hast offensichtlich ein Hör- und ein Sprechproblem. I didn't ask you if it were possible. Ich habe dich nicht gefragt, ob es möglich ist. I want to know whether you would like to change your attitude towards your husband in the next 60 seconds. Ich möchte nur wissen, ob du deine Einstellung gegenüber deinem Ehemann in den nächsten 60 Sekunden ändern willst. She said, you have to repeat something 30, 40, 50 times before you can change. I said, you do have a hearing problem. Sie sagte, man muss aber etwas 30 bis 40 Mal wiederholen, damit man etwas ändert. Also sage ich ihr, du hast tatsächlich ein Hörproblem. I said, this is my last time to ask you. Ich frage dich zum letzten Mal. I suggest you give me a yes or no answer this time. Und ich schlage vor, du sagst mir ein Ja oder ein Nein. Or I'm leaving this table. Oder ich verlasse diesen Tisch. Would you like to change your attitude towards your husband in the next 60 seconds?
würdest du gerne deine Einstellung gegenüber deinem Ehemann in den nächsten 60 Sekunden ändern? She said, ja. I said, good. Also sage ich gut. Put your hand here on the table. Lege deine Hand auf den Tisch. And I said to her husband, put your hand on top of her. Und ich sagte zum Mann, leg deine Hand auf ihre Hand. And I put my hand on top of his. Und ich habe meine Hand auf seine gelegt. So we have three hands on the table. Also haben wir drei Hände auf dem Tisch. And I said to her, ich sagte zu ihr, I'm going to ask a very special favor of God. Ich werde Gott um einen speziellen Gefallen bitten. I'm going to ask God's permission to accept this prayer that I'm about to pray as coming from you. Ich werde Gott darum bitten, dass er dieses Gebet so erhört, als wäre es dein Gebet, nicht meins. I said, I hope you agree with this. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. She said, ja, war sie. And I said, I want you to repeat every word that I say. Und ich möchte, dass du jedes Wort wiederholst, was ich sage. And God will accept this as coming from you. Und Gott wird es so akzeptieren, als würdest du das Gebet sprechen. Add nothing. Füge nichts hinzu. Subtract nothing. Nehme nichts weg. Just repeat what I'm praying. Wiederhole einfach, was ich sage. She agreed. Sie war einverstanden. So I started to pray. Also fing ich an zu beten. I said, Father, forgive me. Ich sagte, Vater, vergib mir. I sat through a whole sermon this morning on the life, death and resurrection of Jesus. Ich habe eine ganze Predigt heute Morgen gehört über das Leben, den Tod und die Wiederauferstehung Jesu. And I walked out of church focused on the behavior of my husband. Und ich bin aus der Kirche hinausgegangen und habe mich nur auf das Verhalten meines Ehemannes konzentriert. I forgot already the things that I have through the death of Jesus. Ich habe schon jetzt schon vergessen all die Dinge, die ich durch den Tod Jesu erhalten habe. But I give you permission right now. Aber ich gebe dir jetzt in diesem Moment die Erlaubnis, to bring the mind of Jesus into me. Das die Gesinnung Jesu in mich hineinzubringen. So that his mind will become one with my mind. So dass sein Sinn, sein Verstand eins wird mit meinem. So that the next thoughts I have towards my husband, so dass die nächsten Gedanken, die ich meinem Mann gegenüber habe, will be the thoughts of Jesus towards my husband. Die Gedanken Jesu sein werden. She prayed every word. Sie hat jedes Wort wiederholt. I said the next feelings that I have towards my husband. Die nächsten Gefühle, die ich meinem Mann gegenüber haben werde, will be the feelings of Jesus towards my husband. Werden die Gefühle Jesu ihm gegenüber sein. I give you permission to do this right this moment. Und ich gebe dir die Erlaubnis, das in diesem Moment zu tun. I said amen. Und ich habe Amen gesagt. People opened their eyes. Alle haben die Augen geöffnet. The hands were taken back. Die Hände hat man zurückgezogen. We sat there looking at each other. Und wir saßen dort und haben uns angeschaut. I'll never forget this moment as long as I live. Und diesen Moment werde ich nie vergessen, solange ich lebe. 60 seconds has gone by. 60 Sekunden sind verstrichen. And she reached her hand across the table and took hold of her husband's hand. Und sie hat ihre Hand ausgestreckt und die Hand ihres Mannes berührt. She said, honey. Sie sagte, Liebling. I forgive you. Ich vergebe dir. Amen. She said, what's more, I still love you very much. Und darüber hinaus liebe ich dich immer noch sehr. It's an incredible moment. Das war ein unglaublicher Moment. All the hatred was gone. Der Hass war weg. The thoughts and feelings of Jesus had replaced her thoughts and feelings. Die Gedanken und die Gefühle Jesu haben ihre Gedanken und Gefühle ersetzt. And he grinned at me and he said, "You have to excuse us. We need to go for a walk together." Und er hat mich angelächelt und gesagt, bitte entschuldige uns, wir müssen einen Spaziergang zusammen unternehmen. Und sie sind händchenhaltend weggegangen und kamen eine Stunde später wieder. In einer anderen Gemeinde habe ich sie vor kurzem wieder getroffen. Und sie sahen sehr glücklich aus.
I said, so? Und ich habe gesagt, und? Well, they said, we are praising God. Und sie sagten, wir loben den Herrn. And she said something very significant to me. Und sie hat etwas sehr Wichtiges gesagt. She said, I am practicing putting on the mind of Jesus every day in my life. Sie sagte, ich trainiere es jeden Tag, das, den, die Gesinnung Jesu in mich aufzunehmen, jeden so Tag. I can have his thoughts and his feelings every single day. So dass ich seine Gedanken und seine Gefühle jeden Tag selber habe. Amen. And tomorrow morning we're going to conclude this session. Und morgen früh werden wir diese Vortragsreihe beenden. And move into the final step. Und uns mit dem letzten Schritt beschäftigen. But I want you to be thinking overnight. Aber ich will, dass ihr heute Nacht darüber nachdenkt, that if you're coming to the cross every day, dass wenn ihr jeden Tag zum Kreuze kommt and you're letting God lift all that burden from you, und ihr erlaubt Gott, dass er diese ganze Last von euch nimmt, you are now free to put on the mind of Jesus. Dann seid ihr jetzt frei, um die Gesinnung Jesu aufzunehmen. This is how divinity makes contact with sinful humanity. So kommt Göttlichkeit in Kontakt mit der sündigen Menschheit. And I want to tell you something, und ich will euch noch etwas sagen. That when the mind of Jesus becomes one with our mind, wenn Jesu Sinn eins wird mit unserem, miracles of transformation take place. Dann passieren Wunder der Veränderung. We start thinking his thoughts. Wir fangen an, seine Gedanken zu denken. And feeling his feelings. Und wir fühlen seine Gefühle. And as we act upon them, und wenn wir danach handeln, we become like him. Werden wir so wie er. Amen. Let's bow our heads together this afternoon. If you'd close in prayer for us, please, Marco. Thank you. Let's stand together, okay? Lass uns aufstehen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk, welches du uns gegeben hast in der Gabe deines Sohnes. Hab Dank, dass wir darüber nachdenken können, dass wir das verinnerlichen können. Hilf uns, dass wir all diese Dinge in unserem Leben umsetzen, dass es nicht nur bloße Theorie ist, sondern dass wir tatsächlich einen Charakter entwickeln, der dir entspricht. In Jesu Namen. Amen. 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 So what time is our meeting in the morning? 6 o'clock. 6 o'clock. Um 11. You better announce it. Um 11 Uhr morgen früh.